Verbraucherschützer sollen jetzt eure Rechte besser durchsetzen können. Mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke, und neben mir sitzt Carsten Föhlisch. Hallo Carsten. Hallo Christian. Wir wollen heute reden über das Thema Datenschutz. Da soll es eine Gesetzesänderung geben, nämlich das Gesetz, nachdem die Verbandsklagen zulässig sind. Unterlassungsklagen zulässig sind. Vielleicht sagst du mal, was ist das für ein Gesetz? Was soll da genau geändert werden? Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man abgemahnt werden kann. Wir in Deutschland kennen vor allem die Konkurrenten, aber es gibt auch Abmahnungen durch sogenannte Verbände. Das sind Verbraucherschutzverbände, die Wettbewerbszentrale, sonstige qualifizierte Einrichtungen, wie es heißt. Und ja, die Verbraucherschützer sagen schon seit langem, wir wollen nicht nur falsche AGB-Klauseln oder falsche Widerrufsbelehrungen abmahnen können, sondern auch Datenschutzverstöße, und haben deswegen darauf hingewirkt, dass jetzt in diesem Unterlassungsklagengesetz auch das als Grund genannt wird, warum ein Verband mich abmahnen kann. Wer kann denn im Moment schon, auch ohne dieses neue Gesetz, Datenschutzverstöße überhaupt abmahnen? Es gibt ja unterschiedliche Rechtsprechung dazu. Manche Gerichte sagen, ja, das ist ein Wettbewerbsverstoß überhaupt. Manche sagen, das ist gar kein Wettbewerbsverstoß. Das heißt, Wettbewerber untereinander können sich gar nicht bekriegen. Wie ist da im Moment die Lage? Das ist eine relativ neue Entwicklung noch. Also in der Vergangenheit haben die meisten Gerichte gesagt, Datenschutzverstöße sind nicht automatisch Wettbewerbsverstöße. Das sind reine Ordnungsvorschriften. Die sollen nicht das sogenannte Marktverhalten regeln. Aber OLG Hamburg und weitere Oberlandesgerichte sind in letzter Zeit dazu übergegangen zu sagen, naja, wenn ich zum Beispiel Facebook-Like-Buttons einbinde auf meine Seite, dann mache ich das natürlich, um mehr Umsatz zu machen, um Werbung zu machen, und haben deswegen auch Datenschutzbestimmungen als sogenannte Marktverhaltensregeln eingestuft. Das heißt, auch Konkurrenten können nach Ansicht mehrere Gerichte jetzt schon Datenschutzverstöße abmahnen. Das ist eine neue Tendenz, etwa seit einem Jahr erst. Und das soll dann ja letztlich auch im Gesetz niedergeschrieben werden, wobei es sich, meine ich, nicht unbedingt auf das Wettbewerbsrecht bezieht, sondern erstmal vornehmlich auf die Verbraucherschützer, dass die das geltend machen können. Das ist richtig. Im Unterlassungsklagengesetz geht es ja um die Verbände und, wie gesagt, vor allem die Verbraucherverbände. Ich weiß, Bundesverband Verbraucherzentrale hat schon seit langem gesagt, die Datenschützer oder die Datensammler des 20. Jahrhunderts ist nicht mehr der Staat, sondern sind die Unternehmen, und es gibt so viele böse Geschäftsmodelle. Deswegen müssen wir als Verband auch dieses kollektive Verbraucherrecht geltend machen können. Also das hat mit Unternehmern jetzt hier nichts zu tun, sondern es geht wirklich um Abmahnungen und Klagen durch Verbraucherverbände, die hier geregelt werden sollen. Okay, immerhin. Also das für die Verbraucher finde ich eine gute Vorschrift. Das ist aber erstmal nur ein Entwurf der Regierung. Das muss nachher noch verabschiedet werden. Allerdings spricht vieles dafür, dass sowas dann auch durchgeht. Es gab noch einen zweiten wichtigen Aspekt, der in diesem Regierungsentwurf jetzt mit drin war. Da geht es nicht um die Änderung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ja. Das ist sozusagen das Kleingedruckte, was keiner von uns eigentlich liest. Ich glaube, bei Facebook, wenn man alles sich durchlesen würde, musst du 7 Stunden lesen, um durch alle allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzukommen. Macht kein Mensch, ne? Mach ich auch nicht. Aber die Verbraucherschützer haben gesagt, es ist auch häufig so, dass ich im Internet den Vertrag formfrei schließen kann. Ja, einfach, ich klicke einfach auf den Button, dann habe ich den Vertrag. Aber kündigen soll ich nur schriftlich können oder per Schriftform. Da gibt es häufig so Klauseln, wo dann drin steht, die Kündigung kann nur durch Erklärung per Telefax oder per Post erfolgen. Hat ja kein Mensch mehr Telefax. Und zur Post geht auch keiner mehr. Ne? Und solche Klauseln sind ohnehin nach geltendem Recht schon unwirksam. Nur das weiß keiner. Ja, und das sind die nicht nur dann unwirksam, wenn du den Vertrag auch per E-Mail schließen kannst? Genau, das genau. Meine bei ich, Fitnessstudios ja. Und oder bei vielen Online-Abos ist das auch so. Du schließt den Vertrag per E-Mail, im Kleingedruckten steht drin, kündigen kannst aber nicht per E-Mail. Genau, ne? Das meine ich. Ne? Also wenn dir da Hürden aufgebaut werden oder wenn du nur schriftlich kommunizieren darfst, aber der Unternehmer mit dir dann formlos. Sowas geht jetzt schon nicht, aber eben weil es keiner so genau weiß, soll das nochmal klargestellt werden und ganz klar auch im Gesetz geregelt werden, dass du auch per Textform, also zum Beispiel per E-Mail, sowas wieder kündigen kannst. Gute neue Gesetzesänderung für den Verbraucher, würde ich so sehen. Auf jeden Fall. Mal gucken, wann das durchkommt. Wenn es durchkommt, dann müssen Unternehmen möglicherweise handeln, AGB anpassen. Ja, wer solche Klauseln verwendet, muss AGB anpassen und natürlich das Thema Datenschutz ernst nehmen. Das sagen wir sowieso, aber das Risiko, das Sanktionsrisiko erhöht sich jetzt natürlich nochmal, weil man eben neben
Konkurrenten, auch Verbände als potenzielle Angreifer dann hat. Also wenn das Ganze durchgeht und ihr Unternehmer seid, dann besteht Handlungsbedarf und dann solltet ihr euch auch den Text durchlesen, der im Trusted Shops Blog das Ganze nochmal ganz ausführlich darstellt. Danke an dich, Carsten, für die Einschätzung des neuen Gesetzes. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.